was geht's? Meine Pedale ist wir wollen jetzt noch mal eine Radtour machen und zwar mit dieses schöne alte Tandem hier von einem Bekannten geschenkt gekriegt. Nochmal vielen Dank dafür. Eine normales Tandem haben wir ja schon, deswegen haben wir gedacht, dass wir das hier so umbauen, dass wir da zu viert drauf sitzen können. Und zwar so, dass man nebeneinander drauf sitzt. Das gibt es noch überhaupt nicht. Also ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert, aber wir probieren es jetzt einfach mal. Na, Fahrrad braucht jetzt insgesamt 4 Sättel, das heißt wir machen jetzt hier auf so eine alte Sattelstütze ein Rohr drauf und dann kommt links und rechts ein Sattel dran. Hier kommen natürlich 2 Lenker drauf, mit dem linken hier kann man dann lenken. Das haben wir jetzt hier so verbunden. Wir tauschen jetzt hier vorne die Gabel nochmal aus, weil die einfach nicht ganz stabil genug ist für so viele Leute. Wir haben jetzt schon 4 alte Fahrräder auseinandergenommen für unser Tandem. Da haben wir immer die einzelnen Teile abgesägt. Vielen Dank nochmal an den Werkhof in Darmstadt, dass wir die benutzen durften. Die haben uns auch sonst voll viele Fahrradteile und so gegeben. Das war mega cool. Und auch an unseren Vater, der uns auch geholfen hat bei der ganzen Planung und bei der ganzen Mechanik. Wir haben jetzt relativ wenig Platz hier auf dem Pedal, weil wir an beide Seiten eine Kurbel dran machen und der Schuh ja irgendwie hier noch drauf passen muss. Deswegen schleifen wir jetzt unten die Tretlagerachse ein bisschen ab, dann kommen wir ein bisschen weiter nach außen. Eigentlich müssen die 3 Lager hier wirklich 100% perfekt nebeneinander sein. Das kriegen wir aber so nicht hin, deswegen haben wir hier so Gelenke reingemacht. Die können dann so Unebenheiten ausgleichen. Wir haben jetzt hinten den Rahmen nochmal mit den dünnen Rohren hier verstärkt, weil es halt echt eine ganz schön krasse Belastung ist. So 4 Leute auf dem Fahrrad hat man ja normalerweise eher nicht. Wir brauchen jetzt nur den einen Lenker zum Lenken, den anderen schweiße ich jetzt einfach fest.
unser Vierer-Tandem oder wie auch immer man es nennen will, schreibt da eure Ideen mal in die Kommentare. Ist jetzt endlich so gut wie fertig. Ich bin auch voll gespannt, ob das wirklich funktioniert oder ob das irgendwie komplett auseinanderbricht. Keine Ahnung. Wir haben jetzt hier vorne provisorisch eine Bremse dran gemacht. Da kommen dann später Scheibenbremsen dran, weil eh noch viel dickere Räder rein müssen. Dann muss das Ganze nur noch lackiert werden. Da könnt ihr hier oben mal abstimmen, welche Farbe euch am besten gefällt. Wir machen den Test jetzt mal direkt zu viert. Und zwar mit Eric und Julius. Den Julius kennt ihr, glaube ich, noch nicht. Der ist aber jetzt auch schon länger dabei. Ja, also ich bin seit 2 Monaten jetzt auch dabei und helfe den Jungs hinter der Kamera beim Filmen und beim Schneiden. Wir wollen jetzt mit dem Teil eine Radtour durch Deutschland machen. Und da hatten wir gedacht, dass ihr da mitkommen könnt, weil wir ja ziemlich viele Anfragen kriegen, dass Leute auch mal mit uns eine Radtour machen wollen oder irgendwie selber eine Radtour machen wollen. Kommende Woche fahren wir los und wenn ihr wissen wollt, wo wir immer sind, dann folgt uns auf Instagram. Da posten wir regelmäßig einen Standort. Was geht's hier? Wir testen es jetzt erstmal zu zweit. Ich hoffe, dass das etwas einfacher ist. Probieren wir das jetzt mal. Vielleicht funktioniert es mit unserer Gedankenübertragung besser. Ja. Oh, jetzt ohne Zwillinge Gedankenübertragung, sondern einfach über Freunde. Es klappt. Es geht sehr gut. Sieht auf jeden Fall sehr elegant aus. Also zweiter Versuch. Das fühlt sich schon sehr wackelig an. Aber es funktioniert. Alter. Ey, je schneller man fährt, umso besser wird's. Ey, aber ich hab schon leicht Angst, dass der hier falsch lenkt und ich mich aufs Maul lege. Jetzt kommt gleich die erste Kurve. Die Kurve wird schwierig, weil die Pedale auch so nah am Boden sind. Gut, dass wir die Bremse haben. Ja, ohne Bremse hätte ich leicht Angst. Weil ich kann trotzdem nicht selber bremsen. Das ist Vertrauen. Der hat eigentlich echt gut. Ja. So, perfekt. Absteigen ist auch kein Problem. Ich würde sagen, wir können es mal zu viert probieren jetzt. Ich bin ganz toll, wenn sie keine Kontrolle einfach lernen. Wenn sie sich so verändern. Ja, kann er machen. Jetzt kommt die erste Kurve. Jetzt wird es hier nicht. Lass mal deswegen treten. Sein, oder? Oh. Nee, nee, nee. Nur mal knapp, wie das angeht. Hey Erik, alles gut bei dir da? Nein, 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 nein. Also Philipp ist auch üben, hier die Maße ein bisschen einzuschätzen, würde ich sagen. So, Leute, ein Platz ist jetzt noch auf dem Tandem frei geworden. Ich war nicht schwimmen. Ihr kommt alle mit euren eigenen Fahrrädern einfach, wenn wir die Tour machen. Wie gesagt, den Standort kriegt ihr auf Instagram. Und das ist mega witzig, wenn ihr euch Badewannenanhänger baut. Wir bauen uns auch noch einen hinten dran. Genau für unser ganzes Gepäck, weil das passt nicht alles auf die Satteltaschen für 4 Leute. Nächste Woche wird dann das Fahrrad komplett fertig gebaut. Da kommt noch eine Gangschaltung dran und so. Ich bin mal sehr gespannt. Ich glaube, das müsste richtig abgehen mit 4 Leuten. Und es wird dann lackiert. Wie gesagt, vergesst nicht da abzustimmen, welche Farbe euch am besten gefällt. Und schreibt dann in die Kommentare, was wir für einen Namen draufschreiben sollen. Genau, es wäre mega cool, wenn wirklich ganz viele von euch auf die Radtour kommen. Es muss richtig eskalieren. Ich glaube, es wird eine richtig witzige Tour. Am Freitag sind wir übrigens auch in Darmstadt auf der Critical Mass Radtour. Wenn ihr da vorbeikommen wollt, ich glaube, es wird auch mega cool. Alle Infos dazu haben wir euch unten in die Beschreibung gepackt. Dann vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video.